bei so Büchern, ja, bei Büchern hat man, finde ich, immer mehr Fantasie. Weißt du, da kann man sich noch alles Mögliche reindenken. Das ist echt lustig. Deswegen kommt sowas wahrscheinlich auch ziemlich gut an. Ja, stehe nicht so drauf. Auf deine Gehirnvorstellungskraft oder auf Pornobücher? Was heißt ein Smith? Mit 2, wenn man verzaubert. Smite? War das nicht? Ich glaube, das war gut gegen Spinnen. S-M-I-T-E. Das war, glaube ich, gut gegen Spinnen. Das war, glaube ich, gut gegen Spinnen. Dreimal wiederholen. Das war, glaube ich, gut gegen Spinnen. Ja, ist das so? Wenn er kam. So, wenn. Warte, ich stimme mal kurz. Oh Gott. Geht schon. Vielleicht. Ja, Leute, ich kann kein Englisch. Nein. Ich kann kein Englisch. Ja. Aber es ist mir scheißegal. Oh, jetzt hier noch eine Frage. Habt ihr euch schon mal angeschaut Lego Worlds? Nein! Ja, bei Pizza probiert und einmal bei GameCube auch reingeguckt. Weiß ich nicht. Ich find's jetzt so ein bisschen lame. Ich find's zwar Bann. Das ist Bann. Deswegen Bann. Bitte? Das heißt, Lame ist der Gliederfüßler. Füßler. Das ist gegen Spinnen. Und dann heißt Bann. Das Bann dann. Was? Bann! Bann! Ja, der Bann, die Verzauberung Bann 2. Was ist das denn? Was ist das denn? War das nicht? Ich weiß es nicht. Wieso? Was? Und Rückstoß, Leute. Fahre vor. So, wo waren wir denn? Lego. Ach ja, und Lego Worlds. Ich hab leider gar keine Ahnung. Ich stell mir das so ein bisschen wie GTA vor dann. Nein, Lego Worlds ist ein Minecraft-Art Minecraft-Spiel, was aber nicht auf Crafting noch nicht. Oder sagen wir, es ist ein Early Access-Spiel. Ist es Open von, ist World, es selbst, das Zufall. Ist es selbst von Lego? Ja, ist von, den Lego-Machern. Und die T-Games Warner Brothers und so. Genau. Also eigentlich Warner Brothers, ne? Ja. Warner Bros. Publisher TT Games machen. Ah, ja gut. Aber zumindest, zumindest ist es halt informiert, sehr kreativ auch. Und ja, ich weiß nicht. Ja, ja, es ist zwar total cool vom Look her, es ist auch von der Grafik geil. Es ist wirklich alles aus Steinchen. Nicht so wie in den ganzen Lego-Spielen, wo dann eigentlich nur... Nein, nein. In den Lego-Spielen finde ich es immer ein bisschen schade, dass nicht alles aus Steinchen ist. Wie kannst du dir vorstellen, wie Lego The Movie? Das stelle ich mir schon ziemlich fett vor. Das ist ja, eigentlich alles nur Standardbausteine. Also es sind keine großen Platten, was jetzt große Flächen angeht, sondern es ist einfach alles kleine Mini-Steinchen. Schon echt geil. Es ist also grafisch wirklich cool, aber es ist nur bauen auch sehr, sehr, sehr cool ausgefuchst, weil wirklich genau, aber es ist halt noch sehr kreativ. Also nur im, wie im Minecraft plus kreativ Modus. Also okay. Du musst nichts sammeln. Also Forschung ja, ist halt auch ein bisschen sinnlos, weil wie halt in Minecraft zuerst. Ja, bei Minecraft, da hast du immer so einen Sinn, was du machen möchtest. Ja, aber vielleicht hast du das da auch. In Minecraft war ja früher auch nur kreativ. Also, ich hab ja... Ja, es ist noch eine Early Access, das heißt ja noch gar nichts, dass ob das Spiel da auch so wirklich endet. Ich glaub mal nicht. Aber ich hätte gern... Und es ist halt von hinten, die Ansicht von hinten, also wie sagt man, Verfolgungskamera, ne? Und find ich persönlich noch nicht so geil. Ich hätte gern so wie Minecraft plus... So Ego-Perspektive, weißt du, das wäre eigentlich also, voll geil. Du hast es quasi so Third Person, oder? Ja, nein, hast du nicht. Das Inventar ist auch komplett anders aufgebaut. Du hast ja, aber du hast es nicht weiß, so wie aber trotz, in Mass nein, Effect oder so. Nein, das ist First Person. First Person ist, wenn du quasi die Person selber spielst, Third Person ist hinter der Person. Selber, du... Ah, also die Kamera ist hinter es, denen. Es ist wie halt in Minecraft. Sorry. Du hast keinen Helm mehr. In Minecraft ist es First Person. Ja, genau. Ah, hab ich doch gesagt. Genau, und First Person. Es gibt Third Person, das meinst du, glaube ich. Ja, Third Person ist genau das, was in Minecraft tut. Also, was nicht Minecraft ist. Was halt Lego Worlds ist. So. Genau. Das leckt aber auch bei mir wie Sau, ne?
Der Internet auch kacke. Ich kann ganz ehrlich sagen, mein Internet ist kacke. Mir aber auch derzeit heute auch schon wieder ausgefallen. Ich habe keinen Grund. Meine Internetsticks fucken wieder ab. Ich bin echt einmal überlegen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es liegt nicht an meinem Internetstick, dass ich so schlechtes Internet manchmal habe. Was ich eher glaube, weil bei mir graben sie gerade überall um. Also quasi, sie verlegen gerade überall Glasfaserhäuser bis zu mir natürlich. Und... Ganz bestimmt. Hm? Und das ist bis zu dir mal. Glaubst du? Oder glaubst du nicht? Also, in meiner Gegend, sagen wir so. Bauen sie es gerade so. Reicht doch. Ja, na gut. Bei mir bringt's nichts, weil ich habe eh nur eine 1000er Leitung an mein Haus ran. Vielleicht kriegt mein Nachbar ja besseres Internet. Zahlst du halt monatlich für 1000? Für 1000 zahlst du genauso viel wie für 16.000. Ja? Klar. Mega scheiße. Mhm. Weil es gibt nur einen Tarif. Aber du musst, brauchst mehr Licht. Ach so. Das geht's noch. Das Wetter ist gerade echt grausam. Dass es wenigstens gleich rausfällt. Hm? Wenigstens fällt. Was war denn? Dass es nicht hält. Dass es dann irgendwie einfach nicht wegkommt. Am besten machst du Lampen. Mach wie so, machst du, schau, warte, du machst hier und du machst da Fackeln. Weiß nicht. Dann sollte da eigentlich Wetter hier. Die Seite sollte es nicht. Mach dich eh schon, Mama, ich bin klug, scheiße. Ach, jetzt, na, jetzt. Mir ist gerade eingefallen, was ich euch erzählen wollte. Das habe ich heute noch von meinem Arbeitskollegen gehört. Aber der Salzburger Puff, ja? Ja. Der wird jetzt dann wird jetzt eine Zeit lang kostenlos. Getränke, Essen und Nutten. Hä? Weil der Besitz... Ach Simon, lass mal hingehen. Ja, ich hab da fest mit dir gerechnet, Mann. Nein, doch, natürlich schon, aber... Mal wieder. Noch nie im Puff drin. Ich war schon begeistert, wo mal... Wenn ich mal Nutten bei dir im Straßenrand gesehen habe. Was? Wie warst du da begeistert? Nee, ich hab zum Vorbild gesagt, boah, guck mal, Nutten! Und was hat die Nutten dann gesagt? Cranky hat aber nichts anderes zu tun gehabt, als seiner Mutter zu sagen, boah, guck mal, der Bürger hat sich voll gefreut, weißt du, über Nutten! Ja, ja. Und nur um die zu gucken, Alter. Ja, aber dabei haben wir teilweise Nutten in der Klasse, deswegen... Weißt du, ja, nicht. Aber das sind... Du hast hier eine Klasse voll, geil. Ich, aber das sind doch keine richtigen Nutten, oder? Also, das sind halt Nuttig, aber nicht Nutten. Oder? Ey, Nutten ist so abstoßend. Das heißt, Frauen, die ihren Körper verkaufen. das ist genauso wie maximal pigmentierter Mann. Nicht schwarzer. Dick. Was? Erzähl mal, Fabio, sind das richtige Nutten oder nur nuttig? Es gibt einen Unterschied. Was? Sind die Nutten oder... Klasse, oder was? Ja, sind das Nutten oder nuttig? Simon will sich daran... Du musst mir das jetzt genau erklären. Alles Nutten, du musst ja nicht mal Nutten unterteilen, das reicht ja, wenn du Nutten einfach nur Nutten nennst. Wenn du meinst, sie wären kein... Es ist auch... Warte, du nennst sie Nutten? Also du meinst, sie wären Nutten? Dabei sind sie keine Nutten, aber du kannst sie ja trotzdem Nutten nennen, das ist doch wurscht. Naja, was? Das ist doch dann eigentlich voll rassistisch. Überhaupt nicht, das ist doch rassistisch dran. Wenn man Leute nur wegen ihrer Überzeugung, ihren Körper verkaufen zu können, Nutten nennt, ja. Sollten sie halt anders denken. Oh. Was? Aber ganz ehrlich, als Frau, das ist voll die gute Einnahmequelle, Mann. Ja, voll geil. Ganz bestimmt die fetten, weißt du, mit 150 Kilo, weißt du, ja, die mal ranlassen, geil. Ja, na gut. Typ, der sich nie duscht. Dann, läuft. Dann holst du dir einen dünnen und Nutten haben immer noch freie Auswahl, Mann. Noch vergewaltigt werden, ne? Ja. Wir haben nur die freie Wahl, wie viel Geld er dir zahlt. Nein. Es kommt natürlich darauf an, ob du die billigsten Nutten nimmst oder die auch die ein bisschen Stil haben. Also. Welche haben Stil, Simon? Erklär mir das doch bitte mal. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Keine Ahnung, ich kann jetzt keine, aber...
Also das, es gab, was im Titel also drin steht, ganz fett. Ja, Mann, es ist halt auch einfach so. Es ist halt einfach ein interessantes Thema. Und früher gab es zwei unterschiedliche Arten von Nutten, ja. Frauen, ja. Nein, es gab einmal, was? Ich weiß nicht genau, die ja, die als Nutten. Mann kann man Nutte werden? Das wäre mal interessant. Ob es männliche Nutten gibt? Stimmt, aber nur im kleinen Verein. Ja, ach so, das waren noch die Typen, die auf den Partys immer ihren Dödel rumschwenken. Nicht, Mann. Die sind immer auf Junggesellenabschiedenen. Junggesellenabschiede. Das ist aber auch nur in Amerika, mein Lieber. Ja, und? Aber, na, da wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gemacht hast du? Ja, das war ich immer. Ich hab da immer meinen Dill rumgeschwenkt. Oh, geil, zu gut. Weißt du, erstmal zu jeder Frau hingehen, andancen und ihren Dödel in den Mund stecken. No, it's blowing the bitch! Das blenden wir jetzt bitte aus. Das verpiepen wir. Wahrscheinlich sitzt Simon jetzt voll mit dem Ständer in der Hose vom Mikro. Die Vorstellung war geil, ich werde mal Mann Nutte. Was? Wie nennt man dann Mann? Eine Nutte? Nee, oder? Nein, das ist eine. Was ist das dann? Mutter! 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 Hallo? Nutella. Das ist echt krass. Ja, weißt Nutella. Du, das nenne ich Sexismus, Mann. Das von Nutella. Was? Das nenne ich Sexismus. Ja, für Männer gibt's keinen professionellen Ausdruck. Meine Nutte. Oh. Wenn sie ihn einfach nehmen. Oh Gott, ich habe Involt, habe ich gesagt. Ich hab's gar nicht mehr, mir hat es automatisch ausgepiept, weil mein Internet schlecht wurde. Bist ja noch minderjährig. Ja, noch minderjährig, ja. No. Jo. Eigentlich gar nicht, aber egal. Die Pubertät erreicht, da ist das noch so. Wir sind alle schon so alt. Nee, Frankie nicht. Ja, natürlich. Frankie ist ja nicht. Ich bin 24. Aus. Ganz bestimmt, ja. Du 24. Oh ja. Genau. Ja, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Der hat dir sein wahres Alter immer vorenthalten. Ja. Bist aber lange sitzen geblieben. Also fahren wir so schlecht wie nur. Später angefangen, ja. Boah, bist ein Nachzügler, sagst du? Zu spät eingeschult worden. war wahrscheinlich noch mit 10 noch im Kindergarten. Hallo? Ich bin halt nur schlechter als du. Weißt du, ich stell mir, Kindergarten ist man ja früher. Bist du gerne in den Kindergarten gegangen? Voll geil, Kindergarten war voll mega. War richtig episch. Ich erinnere, also an Kindergarten erinnere ich mich ganz wenig. Ich weiß nur, dass ich mich immer gefreut habe, wenn Ferien waren. Evan, wenn Ferien vom Kindergarten war. Das fand ich extrem cool. Irgendwas muss da passiert sein. Vergewaltigung. Kindergarten. Das Einzige, was ich mir erinnere, dass sich da immer alle Kinder angeschissen haben. Angeschissen oder nur... Sich selber angeschissen haben. Du hast alle Kinder... Nee, sie haben sich selber angeschissen. Sie haben sich selber angeschissen. Da waren nur Kinder, die sich angeschissen haben. Nein, waren sie nicht nur, aber schon ziemlich viele. Sehr verwirrend hier gerade. Ja, was wie du das hier irgendwie gerade, ich weiß nicht. Tut mir leid, dass ich so verwirrend bin. Ich bin ja selber verwirrt. Verwirrt. Ja. Ich brauche ein größeres Feld. Moment kurz. Größeres Feld hast du? Oh, ich muss mir Feldanlagen umlegen. Wer wurde von your channel? Ja. So, oh, wir haben Musik. Achso, gerade egal. So. Oh, wunderschön. Immer so ruhig, ne? 12 Uhr. Aber hast du eigentlich externen Mucke gehört, oder nicht? Ich muss sagen, ich höre einfach manchmal auch gerne einfach gar keine Mucke.
Ja, ja. Ich bin eigentlich so ein Muckiman. Muckiman. Also, du bist ja der Muckiman, oder was? Oh, shit. Er ist der Babbo. Fett überfressen, Alter. Alter, ist das geil. Mega. Oh, Mann. Ich bin am überlegen, ob wir morgen vielleicht unser DSA aufnehmen sollten. Das wäre schon lustig, ne? Für eine Kamera? Nö. Wieso jetzt das denn? Keine Ahnung. Ja, du musst das... Podcast könntest du zwar auch machen, du könntest einen Podcast auch machen, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, wir warten lieber bis Dezember, weil Dezember kommt... Ich weiß ja gar nicht, ob die das geil finden. Genau, weil Dezember kommt DSA 5 raus. Wie lange ist denn das noch? Oh Gott, noch ganz schön lang. In 6 Monaten kommt DSA 5 raus, so viel ich mir erinnere. Und das wird cool. Ist gerade noch mal? Cranky? Ja. Das hast du gerade zweimal gesagt, oder? Ja, das hat er gerade zweimal gesagt. Geil, Simon, du bist der Beste. Ich weiß schon, dass ich der Beste bin. Oh, Essen ist fertig. Nein! Fickt euch! Oh, ja. Alter, Firmen, hast du gehört? Soll die fängen, weil dein Essen fertig ist. Was? Fabio? Ja, dann machen wir hier mal eine kurze Pause, meine Leute. Und wir sehen uns die nächste Aufnahme wieder. Also bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.